Hey Leute, was geht? Willkommen zum nächsten Video. Jetzt ist der nächste Teil dran, nachdem ich ja eben so herrlich im, oder in der letzten Folge so herrlich im Garten verkackt habe. Machen wir das jetzt nochmal mit dem Garten. Was haben wir denn für Waffen dabei? Das können wir, oder? Das können wir auswechseln, würde ich sagen. Na gut, das kann ich nicht aufwechseln, super. Wie viel Munition haben wir denn? Okay, das reicht erstmal. Ich muss wieder durch den Garten kämpfen. Oh fuck, warum ist das Ding schon wieder an? Ich hab das doch ausgeschaltet. Das Ding noch ausgeschaltet, Mensch. So. Sniper nerven mich echt hart, ne? Ich hatte einen Sniper. Oh, da haben wir eine. Ist sie ganz kurz weg? Wo willst du hin? Nicht mit mir, mein Lieber. Kann man nicht näher reinzoomen? Was ist denn das? Sehr langweilig. Man könnte, ich dachte, man hat jetzt Ziffern oder so. Hier bin ich nicht sicher. Bist du? Willst du verarschen? Komm. Und lebt halt immer noch. Weiß nicht mehr. Nee, du hast mich nicht, mein Lieber. Natürlich. So snipe mal mit, mein Lieber. Hier noch was? Munition wäre nicht schlecht. Beth und Dr. Emeril waren in Sicherheit und es war Zeit abzuhauen. Dazu brauchte ich ein Fahrzeug. Ja, dann klau dir eins. Oder wir klauen uns eins. Ah, der Lambo. Der Parkservice. Bei Autodieben allerorts. Da dann. Ah, okay. Schlüssel. Oh!
Dieses Ding, das in mir drin wächst. Ich kämpfe schon seit 6 harten Jahren dagegen. Dr. Emeril arbeitete an einem Heilmittel für das Cronon-Syndrom. Sie war die Einzige, die mir die Medikamente verabreichen konnte, die meine Krankheit kontrollierten. Paul? Und Jack hat sie mir weggenommen. Wie zum Teufel konnte das passieren, Martin? Wie ist es möglich, dass Sie sie entführen konnten? Paul, Ihre Krankheit spricht aus Ihnen. Ich bin auf Ihrer Seite. Ganz ruhig, alles. Sie entführten sie. Ohne Sophia gibt es keine Hoffnung auf Heilung. Wir haben alles getan. Aber es gibt Kräfte innerhalb von Monarch, die gegen sie arbeiten. Ich glaube, Burke war nur die Spitze des Eisbergs. Das war nicht nur Joyce alleine. Sir? Wir haben Dr. Emeralds Laptop gerettet. Wenn Sie einen Blick darauf werfen möchten. Ich komme sofort. Bei mir noch diese Grafik von dem Spiel. Ich möchte Sophias Zahlen durchgehen. Wenn sie recht hat, dann verschlimmert sich der Riss deutlich schneller, als wir dachten. Sie kennen die Zukunft. Dr. Emeril tut das nicht. Ist das Rettungsboot überhaupt in einem aktivierungsfähigen Zustand? Sie versucht, sie zu überzeugen, dass ihr Zeitplan falsch ist. Warum? Damit sie sich beeilen und einen Fehler machen. Die Leute, die gegen sie arbeiten, sie könnte dazugehören. Tut sie nicht. Sind Sie bereit, den ganzen Plan dafür zu riskieren? Ich flehe Sie an, Paul. Warten Sie mit der Aktivierung. Lassen Sie mich klar Schiff machen, bevor das alles aus dem Ruder läuft. Wie wollen Sie fortfahren? Ja. Jemand arbeitete gegen mich. Jemand aus meinem näheren Umfeld. Martin Hatch. Sophia Emeril. Ich konnte Ihnen nicht beiden vertrauen. Gucken wir mal, welche Option wir haben. Ich will, dass er unverzüglich festgenommen wird. Ich habe neue Informationen über Martin Hatch. Martin war jahrelang mein engster Berater. Ich begann mich zu fragen, ob das ein Fehler gewesen war. Sophia war loyal. Das war sie schon immer. Ich glaube immer noch nicht, dass wir ihr trauen können, so wie sie die Gegenmaßnahme angeschaut hat. Sie weiß, wozu sie fähig ist. Sophias Forschung hatte mein Leben gerettet. Stärker konnte Loyalität nicht sein. Gucken wir uns nochmal das andere an. Los, Emeril, reparieren wir eine Zeitmaschine. Ich sagte, ich versuch's. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass es Sophia war. Ich konnte es nicht ignorieren, trotz allem, was wir durchgemacht hatten. Sie wusste, ohne ihre Medikamente sind sie verloren. Und dann nahm sie sie weg. Wenn sie sich gegen mich gewendet hatte, mit all ihren Kenntnissen, könnte der Schaden unermesslich sein. Warte mal. Antwort A. Serene beschließt, Sophia zu vertrauen und verdächtigt Hatch, ein Verräter zu sein. Antwort D. Serene beschließt, Hatch zu vertrauen und verdächtigt Sophia, eine Verräterin zu sein. Wir wünschen natürlich Paul Serene alles Schlechte. Ist ja klar, ne? Deswegen, weil Sophia ja so viel weiß über Paul Serene, würde ich einfach sagen, wir retten Sophia und lassen Paul Serene denken, dass Hatch der Verräter ist. Und somit nehmen wir Antwort A. Und ja, mal schauen. Sophias Daten waren immer gut. Ich vertraue ihr. Wir analysieren die Zahlen und treffen sofort Vorbereitungen für die Aktivierung des Rettungsboots. Gut. Ich bringe den Laptop in die wissenschaftliche Abteilung. Nein, ich denke, das mache ich selbst. Verstehe. Sir? Setzen Sie jemand auf Hatch an.
Er muss ständig überwacht werden. Ja, Sir. Wird erledigt. Wir haben die Bilder der Sicherheitskameras ausgewertet und den Komplizen von Joyce identifiziert. Es ist Beth Wilder. Sie ist eine unserer Agentinnen. Sie. Gott, sie ist von Anfang an dabei und sie arbeitet für Jack. Wo ist sie jetzt? Unbekannt. Aber wir sind schon an ihr dran. Nein, 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 nein. Sie darf nicht sterben. Noch nicht. Findet sie. Und was auch immer Mr. Hatch tut, ich will es wissen. Vermasseln Sie es nicht. Beth Wilder. Ich hörte Ihren Namen zum ersten Mal. Aber sie ist da gewesen, in der Vergangenheit. Als alles begann. Sie war die ganze Zeit hier und hat von innen gegen mich gearbeitet. Und sie war nicht die Einzige. So. Gut, Knotenpunkt Emeril. Du hast beschlossen, dass Serene Dr. Sophia Emeril vertraut. Meine Freunde, also aus meiner Steam-Liste, es waren nur 33%, die das so getippt haben. Mal schauen, wer. Waschbär hat Hatch genommen, also dass Hatch sozusagen vertraut wird und Sophia die Verräterin ist. Nightmare dasselbe und Robin hat Emeril genommen. Oh, das wollte ich gar nicht, okay. Ja, und also Robin und ich sind an einer Meinung und die anderen beiden nicht. So, die Community hat zu 69% mit meiner Stimme übereingestanden. Und ja, also ich denke mal, das ist ein guter Schnitt. Und das überspringen wir, das ist... Die Medikamente, sie verlieren ihre Wirksamkeit. Obwohl, das können wir da lassen, das können wir da lassen. Lässt sich nicht ändern. Die Zeit ist einfach das ist ein Teil aus dem Original, aus der Originalserie. Ich muss in das Labor. Da drin ist was ich brauche. Das Rettungsbootprotokoll. Was hat sie nur derart verängstigt, Martin? Wirke ich verängstigt auf sie? Das ist Dr. Emeralds Bericht. Die Anomalien, sie treten immer häufiger auf. Was ist das? Eine chronongeschädigte Lebensform. Äußerst feindselig. Es ist Dr. Kim. Weg hier, weg hier! Nein, nicht weiter! Zieh dir einen an! Das gucken wir uns nicht an, das dauert zu lange. Und ja, danke, dass ihr bis hierhin, also wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann danke. Ich werde den Teil jetzt hier beenden. Ende von Episode 3. Und wir sehen uns beim nächsten Teil. Haut rein. Ciao.